Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood, Part 28 von mir auf 94. Ja, im letzten Part konnte ich mich ja nicht wirklich entscheiden, welchen Weg ich gehe. Und ja. Dann habe ich gesehen, dass hier oben eine Flagge ist und dachte mir, hey, geh's nochmal kurz zurück. So. 9 von 101. Das wären dann schon fast 10%. Und ja, wie vorhin gesagt, alle Wege führen nach oben, das heißt, es ist eigentlich scheißegal, welchen Weg ich hier gehe, denn am Ende komme ich auf dieser Plattform an. Und die Zeit ist jetzt abgelaufen, es sind noch 10 Sekunden oder so. Ja. Nö, ich hätte jetzt rennen können, aber das wäre mir zu doof. Oh, okay, da war jemand. Gespannt, wer das war. Bestimmt kein Anhänger von Romulus. Natürlich müssen wir mal kurz gucken. Wo kam der her? Hier ist der Schatzkammer. Na okay, Schatzkammer ist das ja nicht wirklich. Hm, Münzen vom Vlad dem Fehler. Wer auch immer das ist. So, aber weil das hier auch schon wieder so richtig aussieht, gehe ich wieder einmal den rechten Weg. Schwenke ein wenig die Kamera, weil ich zu doof bin, die gerade zu halten. Ah, seht ihr das schon wieder richtig? Das ist schon wieder der rechte Weg. Also, der rechte Weg ist ja auch der richtige Weg, deswegen... Nein, also nicht die rechte Ansicht. Obwohl, man kann sagen, die rechte Ansicht ist auch gut. Solange man die rechte Ansicht hat. Ein Recht kann auch richtig heißen. Ha, scheiße, wa? Und ja, das meinte ich mit dem, dass alles ein bisschen verwurstelt. Verwurstelt. Obwohl ich gar nicht weiß, was das mit der Wurst zu tun hat. Hm. Egal. Man sagt ja auch, es geht um die Wurst. Warum? Waren die damals alle so fett und wollten was essen oder was? Boah, nee. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen soll. Nein, ich lasse es. Ansonsten werde ich noch geflammt wegen schwarzem Humor, angeblich. Sieht auch schon wieder so aus, als wäre hier was. Lügt doch nicht, hier ist doch was. Ne, also auch wenn ich vorhin gerannt wäre, ich hätte das nicht geschafft in den paar Sekunden. Warum, weil ich jetzt hier wohl wieder hochklettern muss, ne? Jupp. Na, ich wollte eigentlich sagen, das kommt vielleicht von den Kindern in Afrika mit dem, es geht um die Wurst. Hm, nee. Kommt, glaube ich, nicht so gut. Warum ist das ein scheiß Gerüst, wenn da nicht mal ein Schatz ist? Oder ist der an der Decke? Nee. Ich bin immer noch nicht so ganz sicher wegen dieser Musik. Ich könnte es ja einfach mal drauf ankommen lassen und leise sein, aber nein, mache ich nicht. Hm. Ist hier wieder was? Nein. So, und Leute, seid froh, dass ich nicht so bin wie in Rage. Guckt euch das, das Rage-Let's Play an. Es hatte 62 Parts, glaube ich. Und bah, ich war da so übel mit dem Umgucken. Ich habe wirklich jedes Eck abgesucht. Wurde dann auch darauf angesprochen, dass ich mir gar nicht die Atmosphäre angucke. Die Atmosphäre angucke? WTF? Nein, dass ich mir nicht die Gegend angucke. So, wie tief ist denn das da? Ein wenig. Und was gedenkt ihr, soll ich jetzt tun? Jetzt muss ich mal gucken, wie tief muss ich denn bis dahin? Okay. Mann, ich möchte mich hier umgucken.
Vielleicht ist hier noch was an den Wänden. Hä? Von oben sah das aber tiefer aus. Okay, nochmal hier hin. Na, geschafft. Achso, das war sogar richtig. Ich dachte, das wäre so ein Geheimweg. Egal. So geht's natürlich auch. Sollen wir mal das Messer ausrüsten, falls jetzt doch irgendwas kommt. Ich weiß gar nicht, warum er das umgerüstet hat. Ja, gehen wir wieder in den rechten Weg. Ich wette, der rechte Weg ist jetzt der richtige Weg. Nein! Haha! Das ist gut. Also rechts ist immer Schatz. Der Romulus war halt ein bisschen rechts, wie es aussieht. Muss ich mal gucken, wie viel ich heute aufnehme. Wenn ich heute nur zwei Parts aufnehme, das hier ist halt der zweite Part, den ich heute aufnehme, müsste ich morgen wieder aufnehmen. Habe ich aber kein Problem mit. Ich nehme jetzt eigentlich nur so früh auf, weil ich gleich noch wieder Besuch bekomme. Und ja. Ich höre doch was. Da hinter dem Gitter ist doch was. Ha! Gib! Warum kann die Hitbox nicht größer sein? Ja, das war mal ein bisschen schwammig, ne? Achso, und mit Revelations, das war halt am Donnerstag im Angebot für 25 Euro, also 50% Rabatt. Wegen des DLCs, das rauskam, was ich mir aber nicht dazu gekauft habe. Und was ich total scheiße finde, ist, dass sie jetzt schon an Assassin's Creed 3 arbeiten. Und ich find's einfach kacke, die bringen gerade ein neues Spiel raus und arbeiten schon am nächsten. Sollen die doch dann lieber in das neue Spiel reinpacken? Also in Revelations. Sollen die das noch ein bisschen länger machen? Anstatt dass sie uns noch mehr Geld aus der Tasche ziehen mit DLCs, neuen Spielen. Genau, die machen jetzt ein DLC für Revelations, obwohl sie schon an Assassin's Creed 3 arbeiten. Warum packen sie das nicht da rein? Finde ich total kacke. Die machen eh genug Geld mit der Reihe. So, rechter Weg ist wieder Schatzweg, oder was? Nein. Diesmal war der rechte Weg der richtige Weg. Okay, muss ich mir merken, falls ich den Speedrun durchmachen möchte. Immer links. Außer am Ende, da musst du rechts. Geil, diese Musik, die ist so eklig. Warum können die sich nicht mal irgendwie was Besseres einfallen lassen? Achso, das waren zwei Wege, die jetzt zur Schatzkammer führen. Okay. Aber groß. Ach toll, noch eine Flagge. Da gräbt doch einer. Ich suche die, die den Romulus-Kult anführen. Oh, da sind Steinchen. Oh, ist aber ein sehr scharfes Messer, wie es aussieht. Okay. So, da ist eine... Da ist die Flagge. Und nun müssen wir irgendwie versuchen, da dran zu kommen. Wird schon. Ah. Wie kommt man denn jetzt hier hoch? Also hier nicht, so. Gehen wir... Wie kommt man überhaupt hier dran? Kackdinger. Egal, wir gucken uns erstmal noch ein bisschen unten um. Schön Bücherregale, Kerzen, also hier scheint eine Kirche zu sein, denke ich mal. Logisch, weil da ein Kreuz ist. So ein Opferstand, was weiß ich. Darf ich hier auf Feuer laufen? Oh, ich bin hart. Ich hoffe, das kam gerade nicht falsch rüber mit dem... Oh, ich bin hart. Nein, wir wollen ja wieder nichts Anstößiges hier reinbringen, ne? Ich glaube, das mit den zwei Parts aufnehmen wird nichts, weil wenn ich hier jetzt noch mal ein paar Minuten dran sitze, dann habe ich mehr als eine halbe Stunde voll. Vor allem, wenn ich mich jetzt noch weiter darum kümmere, alle Flaggen einzusammeln.
Gott, scheiß Kamera. Puh. Er stöhnt sich hier wieder einen ab. Warte. Kam ich da irgendwie an der Wand hoch? Wie, ne? Ich will da hoch. So, hier? Nein. Da hinten rüber. Okay, dann müsste ich nochmal zurück und gucken, ob man darüber kann. Nicht rüber, sondern hoch. Klar geht das. Oh, huch, das war ein Fail. Ey, fick dich, Kamera. Ja. Sicher, wo stehst du denn jetzt drauf? Geht doch. Mist. Ding. So, jetzt müssen wir gucken. Wir müssen geradeaus durch einfach, wie es aussieht. Ja, jetzt habe ich einen Weg, wenn ich runterfalle. Ist auch gar nicht laut, ne? Aber warum haben die Romulus-Typen Schiss? Nur weil ich deren... Perfekt. Ein Rückweg, wenn ich falle. Nur weil ich deren halbe Armee irgendwie ausgeschaltet habe, als sie mich angegriffen haben, oder was? Ja, kenne ich ja nichts für. Ich meine, Assassine. Komm, nimm dir diese Steine da raus. Die sind bunt, die müssen wertvoll sein. Sehen zwar nicht aus wie irgendwelche... Edelsteine, aber... Hm. Ja, nee, gut. Egal, geht. Na, willst du nicht hier hoch? So. Muss ich gucken. Achso, bestimmt muss ich mich hier dran hochhangeln und dann fällt das erst um. Nee. Ich muss hier hoch. Ah, und dann hier seitlich, okay. Und dann fällt das um. Fällt's gar nicht um? Wofür war denn dann das Seil durchschneiden? Ach, das war eine Leiter, die jetzt unsichtbar ist. Zumindest liegt sie nicht da unten. Komisch. Unverständlich, unverständlich. Warum sind hier so... Sieht aus, als würde das aufgehen. Klar geht das auf, da ist doch so eine Ritze. Lüg mich nicht an. So, wieder rechts. Rechts scheint aber diesmal richtig zu sein. Mal wieder. Miese Scheiße. Okay, und ich glaube, das mit den 8 Sekunden hätte ich echt nicht geschafft. Oh. Aber es sieht aus, als würden wir hier gerade dieses ganze Versteck leer räumen. Denn diese ganzen Schätze scheinen ja nicht ganz meine zu sein. Beziehungsweise jetzt schon, aber hm. Ey, bin ich jetzt zurückgelaufen oder was? Ja, jetzt habe ich schon wieder die Orientierung verloren. Na, was heißt wieder? Okay, nochmal. So, nein. Dann bin ich hier lang gegangen. Beziehungsweise ich bin in die andere Richtung gegangen. Hier lang treffen, na, wo treffen sich die beiden Wege? Keine Ahnung. Na, hier lang kann ich. So. Ich denke mal, dieser Part wird klein, weil das hier alles recht dunkel ist. Sind nicht so viele Farben, die das Video dann bearbeiten müsste. 1600! Alter, die besten Schätze sind immer tief drin. Ja, wieder hoch. Links weiter und hier treffen sich die Wege, würde ich sagen. Jo, hier rechts geht es dann auch noch lang und links auch. Ach genau, das ist das. Hm? Gut, dann... Na, hier geht's... Wie, hier geht's nur im Kreis. Verarschen. Was, wenn ich links lang gehe? Dann gehe ich wieder zurück. Okay. Orientierungslosigkeit pur.
Oh, hä? Wie bin ich denn jetzt hier hingekommen? Ich dachte, ich gehe zurück. Okay, aber jetzt gibt es einen Cut. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Ciao.